Hallo da draußen an den Monitoren. Mein Name ist Max Snake. Wir spielen It's Munchies. Also das heißt, ich spiele, ihr guckt zu. Das kriegen wir hin, oder? Sehr schön. Wir sind mittendrin. Wir hatten die Kaboom Desert eigentlich abgeschlossen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Kaboom Desert abgeschlossen haben. Jo, Hammer. Hervorragend. Also geht es weiter mit den Spooky Caves. Wie auch schon im Übergang von, sagt es schon hier, Furio Forest zu Kaboom Desert, wir unsere Extras um ein reduziert haben. Was das angeht, dass wir nicht bei jedem drei, sondern nur zwei eingesammelt haben, sage ich euch beim Spooky Caves jetzt an, dass wir, was auch immer wir einsammeln müssen, nur eins einsammeln werden. Okay, wir haben eine Bombenkarre. Fährt mit explosiver Persönlichkeit. Sehr schön. Also. Ed hat sich Schiss. Das heißt, wir stellen ihm den erstmal dahin. Oder so. Wir schauen einfach erstmal, was passiert. Zack, er schiebt das Ding an. Ah, ich muss ihn selber auslösen. Guck an. Aber dafür lassen wir ihn dann einfach erst nochmal zurücklaufen. Weil wenn wir ihn ausladen, auslösen, fürchte ich, wird er einfach alles wegspringen. So. Och, guck doch mal. Jetzt habe ich so großartig angekündigt, dass wir nicht alle einsammeln und wir haben trotzdem alle gesammelt. Das ist doch schön. Level 1 geschafft. Level 2. Wir haben ein Brett, wir haben einen Cupcake. Und wir haben mal wieder keine Ahnung, was wir tun sollen. Was passiert denn hier so? Zack, er fährt runter. Durch diese Glasdinge fährt er anscheinend einfach durch. Dann weiß ich jetzt nicht so ganz so genau, was wir hier eigentlich sprengen sollen. Geht hier runter, so, zack, tülü, geht da rum. Also ich weiß es wirklich nicht. Können wir uns überlegen, dass wir das Ding irgendwie hier so hin platzieren. So, vielleicht geht er da ja hoch. Dann ziehen wir das irgendwo hier so. Dann schauen wir mal, was passiert. Zack, er springt darüber. Er springt noch eins weiter rüber. Er geht zurück. Und er springt an seine Torte. So, könnte man jetzt nochmal machen. Habe ich aber keine Lust zu. Objection Card. Rosen doesn't give a toss. Ich habe keine Ahnung, was es mir sagen will. Wir werden es einfach ausprobieren. So. Was macht das denn? Es verschwindet. Aha. Großartig ist das denn bitte? Ah. Guckt an! Guckt doch. Seht her quasi. So. Jetzt haben wir alle drei. Ist das nicht schön? Das ist jetzt allerdings nicht so schön hier. So. Was wird denn von uns gewünscht? So. Da haben wir eins. Haben wir zwei. Schmeißen wir den raus an die... So. Hat geklappt. Hervorragend. Wir haben schon mal die Hälfte der grünen Wackelpuddinge eingesammelt. Und das, wo wir erst im dritten Level sind. Schauen wir mal, was hier passiert. Das ist ja lustig.
Nee. Die muss erstmal weg. Und wozu haben wir die hier noch? Ha. Wir werden das jetzt einfach mal schauen. Die muss weg. So, weil wir müssen springen können, nicht wahr? So. Na, hat auch geklappt. Hervorragend. So. Dann wollen wir mal weiterschauen. Mir fällt gerade, also gut, wir machen dieses hier jetzt nochmal, ja? Aus einem ganz simplen Grund. Die Dinger sammeln ja auch die Wackelpuddings ein. Ne? So. Das bringt uns aber nichts. Also, den weg. Dann haben wir immer noch nur einen. Sei es drum. Oh, wir können die Spielgeschwindigkeit verändern. Hurra! Den. Das ist jetzt spannend. Den müssen wir da. Ich denke mal, den müssen wir irgendwo da. Das war nicht so klug. Ich denke mal, den. Nee, 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 du sollst schon hier oben hin. So. Und los. Ja, nee, wir können es natürlich auch einfach mal genau umgekehrt machen. Dass wir den dahin setzen, den dahin. Kaboom. So. Jetzt dürfte er eigentlich gleich wieder umdrehen. Seht ihr? Und dann haben wir zwei von drei Wackelpudding. Das ist doch schön. Und hops. Hervorragend. So, das soll es fürs heute mal gewesen sein. Ich wünsche euch eine ganz traumhafte Zeit. Zockt viel, zockt schön, zockt lange. Und wir sehen uns dann demnächst wieder mit dem sechsten Level von den Spooky Caves in der Eats Munchies Beta. Macht es gut, ich bin Max Snake.